Heidi Klum, 45, schwebt mit Tom Kaulitz, 29, auf Wolke 7. Die beiden verlobten sich nach nur wenigen Monaten an Heiligabend. Nun fehlt den beiden zum ganz großen Glück offenbar nur noch ein Baby. Die Gerüchte um eine Schwangerschaft halten sich seit Monaten wacker und ausgerechnet Tantbruder Bill Kaulitz, 29, heizt die Gerüchteküche jetzt weiter an. Heidi Klum hat bereits 4 Kinder, aber kommt nun weiterer Nachwuchs mit ihrem Tom dazu. Bereits im Oktober vergangenen Jahres keimten erste Gerüchte um eine mögliche Schwangerschaft der 45-Jährigen auf. Auf Nachwuchs angesprochen, sagte sie damals gegenüber Extra, ein Dementi klingt anders abgeneigt, schien Heidi offenbar damals schon nicht. Und auch ihr Outfit bei den Golden Globes sorgte für Spekulationen. Bei der diesjährigen Verleihung sah Heidi wie immer atemberaubend schön aus. Auffällig war jedoch ihre lockere Kleiderwahl. Zu Beginn des Events trug sie ein schwarzes Dress, bestickt mit bunten Blumen. Der Traum in Schwarz verdeckte ihren Bauch. Zufall. Am Abend warf sich die Germany Next Topmodel-Jurorin dann in ein graues Kleid mit XXL-Dekolte. Wollte die 45-Jährige da etwa von einem anderen Körperteil ablenken? In einem aktuellen Instagram-Video tanzt das Model mit seinen beiden Kollegen Thomas Heo und Michael Michalski. Bekannt, Heidi trägt Schlabberklamotten, ihr Pullover sitzt so locker, dass sich darunter tatsächlich ein Babybäuchlein verstecken könnte. Ein weiteres Indiz: im Jahr 2005, als Heidi ihren Ex-Mann Ziel heiratete, war sie bereits schwanger. Ob sich das bei ihrer Trauung mit Tom wiederholt, die Gerüchteküche brodelt aktuell jedenfalls heftig. Heidi, Bill deutet Schwangerschaft bei Heidi an, ausgerechnet Tams Zwillingsbruder Bill gießt jetzt Öl ins Feuer. Beim Made for More Award plauderte der Tokyo Hotel Frontmann aus dem Heidi und Tom Nähkästchen. Und eines ist sicher, wenn eine weiß, ob die Turteltauben Nachwuchs erwarten, dann Bill. Denn die Zwillinge haben eine sehr enge Beziehung zueinander, schwärmte der 29-Jährige gegenüber RTL von seinem Bruder. Auf die Frage, ob Bill Onkel werde, antwortete er lachend, der Reporter ließ nicht locker und hakte nochmal nach, Sie strahlen so, Herr Kaulitz. Mit verschmitztem Grinsen sagte Bill dann, ja, das reicht doch. Danke euch. Geht es noch eindeutiger? Ein Demente klingt definitiv anders. Und auch die RTL-VIP-Expertin Stefanie Brunz ist sich sicher, ob die Society-Expertin und Heidi das Fans recht behalten. Spätestens in den kommenden Monaten könnte die 45-Jährige ihre Babykugel jedenfalls nicht lange vor Öffentlichkeit verstecken.